So, willkommen zurück wieder zu einer kleinen Folge Pokémon Go und es ist soweit, wir wollen unseren Ninja Tom abholen, nicht Ninja Jerry, ha, das war wieder mal schlecht. Und vorweg noch eine kleine Info, gestern Abend hat mein MMO wieder was gepostet, denn Niantic hat es wieder mal gerissen, hat den falschen Schalter umgelegt und gestern Abend gab es Lavados. Wer also wirklich gewartet hat, 7 Tage seine Sachen gesammelt und wirklich Punkt 21 Uhr versucht hat, dann sich Ninja Tom zu holen, hat mächtig ins Klo gegriffen, denn da gab es einfach mal Lavados. Es ging ungefähr so 15 Minuten oder so, dann wurde das Ganze behoben, bis man dann wirklich Ninja Tom aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen hat. Ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, wer da wirklich gesessen hat, der Erste sein wollte und jetzt wieder 7 ganze Tage sammeln muss und warten muss, bis man dann das Ninja Tom hinterhergeworfen bekommt. Ich meine, mit dem Ding macht man ja eh nichts, wie man weiß, aber man möchte es ja erstmal haben und am besten immer zuerst, wenn es sein kommt, wenn es sein kann. Ja, war wieder mal ein Griff ins Klo. Ich hatte es natürlich gut, ich hätte es mir gestern Abend auch holen können, aber ich dachte, nee, du bist ja faul. Nee, bist du nicht, du bist ja schlau, du wartest einfach bis morgen früh. Weil gestern Abend war es schon dunkel und ich wollte das gerne natürlich per Video machen. Hab das dann also mir so ausgerechnet, ich hole das einfach frühs ab, mache ein Video dazu, hole es live ab. Jetzt habe ich es natürlich doch nicht live abgeholt, weil ich vorhin das Video gemacht habe und dann verkackt habe. Also blende ich das alles ein und ihr seht jetzt, wie ich das Ninja Tom abhole. Und so war ich wenigstens trotzdem auf der sicheren Seite. Meins hatte leider nur, ja, wie viel hat es denn? Wo steht das denn? 153 WP. Was ziemlich schlecht ist, hat glaube ich nur einen zweiten Satz gehabt auch. Über 170, 180, irgendwas mit 180 muss es glaube ich sogar haben, 183 oder so. Dann ist es ein richtig gutes, das Beste, was ich jetzt, ne, wir fangen sie erstmal. Also im zweiten Ball war es dann drin. Gelbe Beere, zweiter Ball, erst ein Superball, ist es rausgekommen, der Kreis war knüppelrot. Das hat sich auch in der Ecke versteckt, hat immer zu am Rand rumgehangen. Und beim zweiten Ball war es dann drin, neuer Eintrag. Kann man eigentlich gleich wieder wegschmeißen, beziehungsweise eins hebt man ja trotzdem auf, damit man seinen lebendigen Pokédex auf der Hand hat. Und dann kam mir die Idee, wieso tauschen wir nicht einfach gleich noch, dann sieht das noch besser aus. Vielleicht haben wir ja noch ein Glücks-Ninja-Tom für die Sendung oder ein 100er oder ein Glücks-100er. Das wäre richtig krass gewesen. Ist natürlich nicht so gekommen, durchs Tauschen ist es natürlich noch schlechter geworden. Beziehungsweise das 167er ist dann zu einem 148er geworden, was ich bekommen habe. Ist also auch abgeschwächt, richtig kacke, aber meins war eh nicht gut. Darauf kam es mir jetzt eh nicht an. Und ja, dann schreibt ihr mal in die Kommentare, habt ihr denn einen Lavados bekommen gestern oder einen Ninja Tom? Wann habt ihr euren Durchbruch geöffnet? Wann habt ihr geschaut, wann das da ist? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein schlechtes bekommen? Und zum Ende natürlich gibt es wieder neue Aufgaben, da der Novembermonat jetzt begonnen hat und wie jeden Monat wechseln natürlich auch die Aufgaben aus den Stops. Und diesmal sind wieder interessante Sachen dabei. Zum Beispiel gibt es wieder eine neue Pandierform, die Nummer 7 zum Beispiel. Dann könnt ihr natürlich wieder Shiny Tanza bekommen aus den Quests. Neu auch natürlich Shiny Pinsir, weil das ja jetzt mit der Safari-Zone eingeführt wurde. Im Monat November jetzt auch angekündigt, das Shiny Raupi, was ihr bekommen könnt, könnt ihr auch aus den Quests ergattern. Und es gibt sogar noch ein neues Pokémon, und zwar das Ninkada, gibt es auch jetzt exklusiv aus den Quest-Belohnungen. Also haltet mal Ausschau, eine Liste ist ja eingeblendet mit den Aufgaben. Und dann gönnt euch viele Shinies, gönnt euch Ninkada und natürlich holt euer Ninja Tom ab und schreibt's mal rein, ob ihr ein gutes habt oder nicht oder ob ihr auf Lavados reingefallen seid. Bis dahin, wir sehen uns natürlich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.